Hallo und willkommen zum Dino Racing Evolved Event. Zumindestens, wenn wir ein paar technische Schwierigkeiten noch auf den Weg geräumt haben. So lange bespaßen euch jetzt natürlich wie immer die April, die Laura, der Samudas und der Farmer Boy. Grüßt euch. Hi. Robert. Denn wir warten gerade noch auf unsere liebe Cookie, die hat noch ein bisschen Windows-Probleme. Ja, wer hat die nicht? Und solange machen wir halt, gehen wir in den Jungfernwasserhöhle. Wahlkampf. Einfach ein Wahljahr, oder? Immer diese Wortwitze. Keiner versteht. Ja, noch nicht. Ich will mich ins Meer werfen. Schon ein paar Jahren. Spaß dir, die Fische frisst keiner. Was? Wir sind da, April. Yay! Warte. Der heilige Faxenloi. Nein! Ich wollte auf dem Kopf von der Puppe da stehen. Und das ging nicht. Komme ich nicht mehr da hoch. Na? Nee. Schade. Ich will da hoch. Oh, wie süß. Hallo, hallo. Rosas werden gleich mit Seepocken geboren. Yep. Du bist so knuffig. Guck dir deine Augen an. Möglicherweise haben wir nicht genug Masken. Eine dabei. Also ich habe noch eine, ich habe meine Sachen im Molch drin. Braucht man denn unbedingt eine Tauchermaske? Du siehst du nichts. Nö, in der Höhle nicht wirklich. Die Höhlen sind relativ klar. Bis dahin? Bis dahin ist natürlich eine Maske hilfreich, aber halt. Ich finde, unter Wasser sieht man ganz gut. Also mich würde es jetzt nicht stören, wenn ich keine hätte. Ich wollte ja Aber eigentlich nicht, mein ich brauche Inventar leer eine. machen. Arschbombe! Aber nicht unser Wasser verdrecken hier. Nee, ich meine nur Arschbomben. Das macht so viel Spaß. Warte, nochmal. Können ja einen Warte. Turmspringwettbewerb machen. Wer die Glasscheibe findet, hat gewonnen. Was? Das ist eine Glasscheibe? Arschbombe! Oh. Dann ist man gleich so tief weit unten. Hier hat sich ein Basilo unter euren Dingern verfangen und mir doch nicht. Kann auch sein, dass er da so stehen soll. Hunger. Ich hab Hunger. Dann ist Hier ist was. was. Hier was zu essen dabei ist. Es Ah, ist im Kühlschrank. Ich lauf kurz hin. Warte mal, nee, ich schlaf mich kurz da durch. Ihr habt doch hier Ah, Betten. ja, Epel schlägt sich immer durch. Hauptsache. Das kennen wir ja mittlerweile. Huch. Ich habe den neuen Ausgang benutzt. Da musst du ja höllisch aufpassen. Du schwimmst da raus und donnerst gleich in den Eisberg. Ja. Klar. Aber es geht mit dem Kraken geht's trotzdem ganz gut, wenn man da raus will. War jetzt schon unterwegs? Ich nicht.
Also dann soll ich auf jeden Fall auch was zu essen einpacken. Also unter Wasser verliert meine ganze Menge. Dann gehe ich nochmal zurück. Mit dir nicht einfach bei uns am Kühlschrank. Da ist genug zu essen drin. Ich hab Pilze. Drei Steaks reichen, oder? Ja, ja, klar. So, ich bin auch ohne Tier. Ja. Da und unten so. Ist der eine von der Wahl von Nike. Und ansonsten haben wir da noch einen Basilosaurus, Level 215, ohne Namen. Der nämlich ohne Namen. Und noch einen ohne Namen, 201. Ich glaube, das sind unsere beiden Zuchttiere, oder? Ich weiß nicht, der 215er ist männlich und der 201er ist weiblich. Müsste unser altes Buchzeichen sein. Den dritten Wal hat ja da. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer ihn versenkt hat. Oder sollte man sagen, er hat ihn an einer Krake verfüttert? Wer ja, denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Da hat vergessen. Rosa muss auch noch mal den nächsten Mal weggepackt. Ich ertrinke. Nein! Versuch's mal mit einer Wasserflasche. Oder an der Wasseroberfläche. Hör mal los. Wieder Origami. Sind alle da? Ich habe keines da. Beziehungsweise sind alle draußen. Dann kann ich das Tor unten zumachen. Also ich bin noch oben. Ich gehe durchs andere Tor. Ich habe noch keine Luftflaschen, wo sind denn die? Im Klavier. Im Klavier. Was? Im Klavier. Ah. Also hinten beim Eis raus habe ich zugemacht das. Werde ich auch bald mal ein Ballbaby machen. Ja. Wäre sinnvoll. Ein Mal oder ein Moser oder ein Plesio. Ins Wort sollen wir auch mitnehmen? Bitte was? Ein Schwert? Nein, brauchst du nicht. Ich wollte mal einen Baby-Tintenfisch sehen. Die sollen angeblich voll süß aussehen. Wir haben auch nur einen Tintenfisch. Den soll ich denn da jetzt nehmen? Einen von den beiden, die noch übrig sind. Auch. Ach, ich muss gar nicht mehr die Luft anhalten. Das ist schön. So. Ich bin kurz hat er Level zu vergeben, aber ich will ihm keine Level geben. Welches Tor denn hier? Das? Unter dir. Das? Wo wir tauchen unter Wasser und dann sehst du auf. Oder du kommst einfach zu dem, was hier gerade aufgegangen ist. Wo Laura und ich sind. Ich mach unten zu. Hä? Ach, da drunter ist noch eins. Ja, wir haben hier ein paar Tore. Übrigens, die Tür geht schnell wieder zu, Laura. Ups. Ja, jetzt hast du ein Problem. Jetzt musst du nämlich einmal wenden und bis dann ist die Tür wieder zu. Warte, habe ich einen blauen? Warte. Der ist blau, ja. Der ist weiß. Am Bauch. Ja. Ihr habt alle so eine Türkisbeugigen. Ja, das war eine Mutation. Außer ich. Leider. Ich habe noch einen Wildfang. Ja gut, der blaue mit dem weißen Bauch ist auch ein Wildfang. Oh, sie hat's geschafft. Yay, Kuss. So, na dann. Ja, das ist aber schwarz. Ja. So, dann einfach mal direkt an der Küste lang, bis irgendwelche riesengroßen Wasserpflanzen kommen. Ich glaube, du solltest nicht ganz so schnell, weil ja nicht alle mit dem Prinz haben. Wie kann ich Wasserfontänen schießen? Mit rechter Maustaste, wenn oben bist. Ne, geht nicht. Doch. Oben was? Schwimmen. Jetzt!
Ding bin. Da. Ich sehe keinen mehr. Einfach immer an der Küste lang. Spätestens über der Höhle halt mal ein. Oh, Hauptsache an der Oberfläche. Ja, ja, klar. Ich habe jetzt, hab jetzt auch noch keine Taucherflasche aufgesetzt, weil an der Oberfläche brauchen wir keine. Auch mal was jagen gehen. Hm. Steht da noch? Da unten? Nee, ist sie nicht. Oh, ich hab ein Hai, das reicht erstmal ein bisschen. Das heißt, ja. Das ist ja. Ich hab keinen Bock auf die Viecher da. Schwimm doch einfach geradeaus. Was für Viecher? Ach, die machen gar nichts bei mir. Nein. Nein. Deswegen haben wir die Wale genommen. Die sind April-freundlich. Oh, das ist schön. Dann habe ich die Wale auch lieb. Hier ist ein Manta. Und das. Das ist der Hai, der mich auch gern hat. Ja, der hat ich zum Fressen gern. Mit euch. Sag mal, wo seid ihr? Einfach immer an der Küste oben lang. Seid ihr in der Nähe vom Sumpf? Ja, mhm. Die Höhle ist kurz vorm Sumpf. Dann sind wir auch gleich da. Aber ich sehe Laura nicht mehr. Laura? Ja. Wo bist du? Wenn man an der Küste lang. Ja, und im Wasser, das stimmt auch wieder. User joined your channel. Hey. Hi. Hey. Ich kann nichts versichern. Ich habe Ark noch nicht gestartet. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. So, probier ab. Das direkt. Ach, da ist er. Ach, das war zu weit. Du musst aber eh vorher noch eine Mod runterladen. Runterladen, runterladen, runterladen. Ich mach nichts mehr anderes hier. Na, Samuel ist auch da. Wir beide müssen natürlich nochmal zurück, weil ich bin zu weit geschwommen. Hä? Wir sind jetzt kurz vor dem Sumpf. Ja, ich tauche gerade auf. Ich sehe auch einen von euch beiden.
Ah, jetzt hab ich beide. Ihr habt genau über der Höhle gewartet, obwohl ihr nicht wusstet, wo das war. Echt? Hier ist die Höhle? Ja, direkt unter uns. Hier sind nicht. Warte. Ich will hier gar nicht hin. Kurz vor dem Sumpf war das, ne? Kugi, da, ich hab mal die Dings gepostet. André, ich glaube, wir sind verkehrt. Kurz vorm Sumpf, das wäre dann hier. Also noch ein paar, sind noch ein paar Meter vorm Sumpf. Ups. Ach, da oben. Da ich hoffe, das hat keiner gesehen. Was denn? Nix! Ah, oh, jetzt! So. Gut. Ah. Gut. Und wenn man jetzt hier runtertaucht, müsste irgendwann so ein schönes grünes Gestrüpp anfangen. Dummerweise sieht man es von der Oberfläche nämlich nicht, deswegen bin ich dran vorbeigesprungen. Und hier, die ist im leicht zu übersehenden winzigen Loch, ist die Höhle versteckt. Ich hasse es. Eben da. Oder wie? Oh, ne, hinter. Ihr müsst erstmal mit Plesio spielen, ist ja klar. Ich hab nicht angefangen, das hat der Plesio gemacht. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, setz dich jetzt hin, du Wal. Genau, mach Platz, Wal. Na, wie, ja. Oh, nicht wundern, ihr kriegt gleich Druckschaden, aber das ist nur am Anfang. Ich habe jetzt erstmal einen rechten Leck gehabt. Ja, das da hast du die Höhle geladen. Und sobald es dann heller wird und man auf einmal wieder ein bisschen was sieht, dann kann man nach oben schwimmen, dann kommt man wieder aus der Druckzone raus. Auch schon die ersten Haie. Ich bin übrigens heute mit meinem Versuch komplett fertig geworden. Also bist du fertig? Komplett jetzt, jo, oder wie? Ich hab's an einem Tag geschafft. Ich muss jetzt nur noch die schriftliche Ausarbeitung machen, aber hab halt jetzt bis zum 2. Juni komplett frei. Auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt 2 Wochen Zeit für meine schriftliche Ausarbeitung und die Präsentation. Die muss ich dann noch halten und dann bin ich komplett fertig. Also ich bin in circa 3 Wochen mit allem durch. Oh. Dann willst du ja mal ein paar ordentliche Level anfächern. So wie sind die Lichter in den Seiten so schön? Was genau wollt ihr denn nachher überhaupt machen? Die Mod. Mit der Mod hat Tobi auf einem anderen Server was gebaut und das wollen wir machen. Auf einem anderen Server? Ja. Ist das da unten ein Steinbeißerfisch? Ihr hättet mir das einfach vorher sagen sollen, das, was ihr machen wollt. Was denn? Das hat man doch gesagt mit dem Event von Tobi, dass Tobi auf einem anderen Server was baut. Das wusstest du doch. Nicht mit irgendeinem anderen Server. Hä? Ach, das ist ein Stein. Hast du noch nicht diesen Nicht-Join-Server gesehen und alles? Ich habe gefragt, was das ist und keiner hat mir geantwortet. Und ich habe auch schon gesehen, dass es eine Volcano-Map ist und es ist eine ganz, ganz dumme Idee, mich dann zu fragen, ob ich mitmache. Weil ich komme doch nicht auf den Server. Beim ersten Join solltest du. Also solltest du weiter an der Stelle einen neuen Charakter stellen und direkt auf den Server joinen. So. Ja, der vielleicht sichtbar. Das dauert ja Ewigkeiten bei mir. Ja, deswegen haben wir uns schon eine andere Beschäftigung gesucht. Übrigens, ich bin ja ganz alleine mit so einem doofen Fisch. Wischen du? Hinter euch! Ich komm.
Ja, ich habe jetzt halt eben erstmal schnell was gefuttert und habe das hier oben einfach weiterlaufen lassen. Ja, weil heute Mittag konnte ich's. Ich konnte heute Mittag nichts machen, es war zu heiß hier oben. Hm. Ich hatte bei mir im Zimmer 26 Grad und mein Laptop ist überhitzt. Also der ist komplett ausgegangen, da ging nichts mehr. Und deswegen habe ich das dann alles vorhin um halb sieben habe ich dann nochmal angefangen, alles neu zu machen. Hm. Jetzt, wie gesagt, ist jetzt nur die Frage, willst du versuchen direkt auf den Server zu joinen oder willst du versuchen zu wechseln? Ach stimmt, ich stehe ja noch im Schneegebiet. Da war was. Ja. Du solltest auch nicht lange im Schneegebiet stehen. Sexy, ess mich. Habt ihr alles mitgenommen? Ja, Hammer. Alles in deinem Drachen. Ja gut, dann lasse ich mich nämlich von dem Rex hier futtern. Hier sind Ammoniten! Da wäre ich aber vorsichtig, die anzuknabbern jetzt. Guck mal, der hat schwarze Zähne. Sollst du mal wieder putzen? Der ist hinter mir. Ja. Wo habt denn ihr. Da steht's. Warte, werden die Aggro, wenn ich zu nah rangehe? Ja, die hauen ab. Man kann dir mal zeigen, was passiert, wenn man die Viecher anknabbert. Ja, dann wird alles auf dich Aggro. Guck mal, wo was jetzt ankommt. Wenigstens geht's meinem Drachi gut. Jetzt noch nichts? Gar nichts. Gar nichts. Dann haben wir schon alles weggefressen. Ja, das ist interessant. Auf Servern sind die Höhlen nämlich interessanterweise deutlich leerer als im Singleplayer. Wollen wir die dann wegknabbern, dass wir das Zeug haben? Ja, wenn du noch welche findest. Die sind voll cool. Hier brauche ich nicht. Ja, wo sind die? Nö. Komisch. Ich hatte im ersten Raum fünf von den Tintenfischen, drei Mosas und eine Horde Plesio. Hier ist einfach gar nichts. Marco? Reichen 11.700 Leben für einen Drachen? Ja, oder? Keine Ahnung. Kommt schon wieder Neid. Vermutlich. Ich habe meinen überhaupt nicht gelevelt. Jetzt hat sie genau 12.000. Wir sind Schnecken. Wo? Ja. Du meinst die Ammoniten? Halt die Madame hat sie doch selbst als Latina. Imprint nur 9000. Okay. Hier ist noch eine. Guck hier. Ja gut, die Höhle hat auch eine obere Ebene. Oh, guck mal über uns. Ich möchte direkt über mich. Oh, guck mal, Spinnen. Warte, kann ich die... Oh. Erwischt den Hai nicht hinter mir. Gar nicht. Auch jetzt. Brauchst du irgendwas an Items etc.? Nein, gar nichts. Du kannst nackt wie Gott die Schuf reingehen. Ja, dann stecke ich wieder alles in Diamond rein. Jupp. So. Dass die dann kurz unten am Haupthaus stehen. Ja, ja. Gut, tiefer müssen wir gar nicht in die Höhle rein. Der Eingang zum Artefakt ist nämlich gleich hier vorne. Hier ist ein Loot-Ding. Und lauter Viehzeug fürs Anknabbern. Wo ist gleich hier vorne? Da wo wir jetzt gerade alle sind. Da wo die alle wegknabbern, dann zeige ich, wo es lang geht. Leute, das ist nicht ernsthaft schon wieder sowas, ne? Muss für mich nichts Trickwitze machen. Dann mach einen Alternativvorschlag für ein Event. Warum soll das für dich jetzt nichts sein zum Mitmachen? Was bei ihr wieder leckt wahrscheinlich. Wegen meinen Lecks. Ja, da brauchst du keine Schnelligkeit bei dem. Okay. Dann mach mal ein Angel-Event. Musst du bloß viel. Das haben wir ja auch schon noch in der Überlegung.
Das ist halt echt kacke und ich kann halt auch nicht sagen, wann ich dann irgendwie mal genug Geld habe, um mir einen neuen Rechner zu kaufen. Ja, ist ja kein Problem. Einfach, weil ich ja den Umzug und so vor mir habe und dann, meh. Gehst du mal hier oben weg? Ich? Wie Sami. Wo soll ich weggehen? Ach so, in dem einen Ding habe ich einen Blueprint für einen blauen Diplodocus-Sattel gefunden. Mhm. Ganz kurz, ich habe noch mit einem Bildschirm Joining Failed bekommen, Connection Timeout, ich kann nicht auf das Fenster klicken. Und es geht gar nichts wieder. Soll ich dann erstmal wieder auf Island joinen, oder? Vermutlich hängst du... Das ist die Frage, wenn du hängst wahrscheinlich jetzt, du hast ja deinen Charakter hochgeladen. Dementsprechend hängt der, kannst du den auf jedem Server jetzt runterladen. Das heißt, du könntest theoretisch auch gleich auf dem Server joinen. Aber ich hab ja die Serverdaten nicht. Ja, die müsste Tobi dann wahrscheinlich mal schicken. Last Survivors müsste ja jetzt drin stehen. Hier? Nee, sie ist ja gar nicht darauf gejoint. Sie ist ja noch vom Join rausgeflogen. Ich würde trotzdem mal bei Steam im Verlauf gucken. Wenn nicht, ich kann es auch schon raussuchen. Muss bloß eben. Was seid denn ihr? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin noch in dem mittleren Raum da unten. Hier ist André? Wird nicht angezeigt. Okay, da sei er. Also im Verlauf habe ich nur mit. Mittwoch, 17. Mai, der Island. Nee, ist dann... ein leuchtendes Loch? Ja, da ist das Artefakt dann gleich drin. Bleib eben hier stehen, schick mal die ID eben. Da wollen wir hin? Ja. So, dann fehlt Laura ist da. Wo ist April? Ich bin am leuchtenden... Warte. Nein, du bist nicht bei uns. Ja. Da bist du. Da versteckt. Ist aber so ein Leuchtenloch, da wollten wir doch hin, oder? Nein, nicht das. Alter, der lädt schon wieder runter. Ja. Aber diesmal Gott sei Dank Workshop-Inhalte. Hier hinten ist nämlich das Loch zur Artefaktkiste. Die Hohlegasse muss ja kommen. Und ich sage gleich, da unten gibt's Druckschaden. Ich hab dir die alte geschickt. Dankeschön. Komisch, irgendwie ist es sogar viel leichter, als ich hier mal alleine drin war. Ja, ist blendet. Wir sind Steinbeißerfische. Momentan beißen sie aber auf Wahlen rum. Bei der ganzen Sprüche hier nichts mehr sehen. Durch das kleine Loch durch oder was? Hinter der Säule durch das Loch. Wir sind da bestimmt auch Elektroale normalerweise drin. Ja, normalerweise wären hier Elektroale. Also ich join mich jetzt direkt auf den. Ja, such mal. Wir haben so wieder normales Level. Ich glaube, Tobi hat das falsche Loch genommen. Und ich komme mal zurück, Tobi. Lass mal die anderen dann auf den restlichen Weg fressen. Aber ich finde es ja schön, dass ihr meine Lecks schon mit einberechnet und mein Laden. So. Ja. Ah. Das sieht aber echt schön aus. Hier nach unten, oder? Hier nach unten. Oh, okay. Ah. Schön, jetzt kriegt man eine Ronno. Was? Ich bin hier rumgepaddelt und hab eine Explorer gekriegt.
So, wollen wir das Ding nehmen oder was? Ja, ja, mach ruhig. Wenn's jeder nimmt einmal okay. Artefakt mit. Ist hier eine Explorer-Note? Ich hab grad den. Was? Jetzt, wisst ihr, wo hier nichts mehr ist. Ich würde sagen, hier ist doch nirgendwo einer. Die Explorer-Notes sind nur, wenn, liegen wenn oben am. Ach doch, da ist sie. Ich sehe sie. Hier. Da oben, auf dem Felsvorsprung. Ja. Wenn ich jetzt absteige, schwimmt er nicht nach oben, ja? Nee. Wieso sagt der eine Wal denn nicht, aber? Auch egal. Ach doch, jetzt. Aber eigentlich, selbst wenn ich einen neuen Charakter erstelle auf dem Server, müsste mein alter ja noch in der Cloud abgespeichert sein und wenn ich auf eine Join, könnte ich ihn runterladen. Yep. Heißt, selbst wenn er auf